Wenn ich an einer Party oder im Zug bin und andere Leute reden hören, dann probiere ich ihn grad sofort anhand vom Dialekt herauszufinden, von wo sie kommen. Kennst du das so? Die grobe Richtung hat man ja meistens flink. Aber den Kanton zu bestimmen oder noch genauer, ist gar nicht so einfach. Ich gebe dir ein paar Tipps. Heute für die Zentralschweiz. Wie erkenne ich, ob jemand von Luzern oder von Schweiz kommt? Wie unterscheidet man Ob- und Nidwalden? Und was verraten an Urnerin oder an Zoger? Ich liefere dir jetzt keine umfassende Charakterisierung von diesen Dialekten, sondern einfach ein paar Erkennungsmerkmale. Am besten nehmen wir ein Wort, das in diesen Dialekten ganz unterschiedlich ausgesprochen kommt. Zum Beispiel Haus. Wenn einer Häus sieht, dann ist er ein Urner oder ein Walliser. Wenn er Huis sieht, dann kommt er von Ob- oder Nidwalden. Typisch für Engelberg ist Heus. Und im Rest der Zentralschweiz sieht man Haus. Die gleichen Unterschiede natürlich auch bei Maus, Grusig, Bauer usw. Eine Nidwaldnerin erkennt man gut am Ei, also Scheiterbeige statt Scheiterbeige. Oder das bekannte Feier von der Sehnsucht vom Nidwaldner Jodlerclub Wiesenberg. Das Feier von der Sehnsucht. Eine Obwaldnerin und eine Urnerin hingegen sagen Feier. Und in den Kantonen Luzern, Schweiz und Zug redet man vom Feuer. Und Engelberg tanzt auch ganz aus der Reihe, dort sieht man Feuer. Eine markante Dialektgrenze innerhalb der Zentralschweiz ist Strassstross. Im Kanton Luzern, mit Ausnahme vom Entlebuch, im westlichen Kanton Zug und im Nordwesten vom Kanton Schweiz sieht man Stross. Im Rest der Zentralschweiz Strass. Genau gleich natürlich auch bei oben, aben, geht, geht usw. Als Spezialform gibt es rund um Einsiedeln. Dort sieht man Strauss, Obig, Gold usw. Ganz ähnlich wie Strass-Stross verläuft auch die Grenze zwischen Schnee und Schneien bzw. Bauen und Bauen. Im Zugerland aber kreuzen sich die beiden Grenzen. Und darum gibt es dort alle vier Kombinationen: Strassenbau, Strassenbau, Strassenbau und Strassenbau. Typisch für den grössten Teil der Kantone Luzern und Nidwalden ist die sogenannte L-Vokalisierung. Dort sieht man also zum Beispiel nicht «folgen», sondern «folgen». Im Rest der Zentralschweiz tönt das «l» häufig als «l», «folgen». Für das Verorten von einer Person helfen natürlich auch spezielle Dialektwörter. Wer «rüdig» sieht, outet sich als Luzerner und von «Gummel» für «Hepperen» redet man praktisch nur im Kanton Schweiz. Dummerweise kommen so aufschlussreiche Wörter nur relativ selten vor. Und davon abgesehen gibt es eben gar nicht so viele Merkmale, die typisch sind für einen einzigen Dialekt. Es ist mehr die Kombination aus verschiedenen Merkmalen, die einen Dialekt ausmacht. Aber ein paar Anhaltspunkte konnte ich dir hoffentlich gleich geben. Machen wir doch Grafflink den Test. Aus welchem Kanton kommt der Mann da? Ja, du, da hast mich sehr gar überfragt. Denn auszählt habe ich es nie bei so verletzten Tropfen. Schreib deinen Verdacht in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Da gibt es noch mehr interessante Videos rund um Sprache.